Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich mit einem Dank beginnen, und zwar an alle Kolleginnen, die das auch mit ermöglicht haben, dass wir in einem so zügigen Verfahren Anhörungen durchgeführt haben, die Landtagsverwaltung, die das unterstützt hat, dadurch, dass wir das Protokoll schnell bekommen haben und gestern Morgen dann auch die Sonderausschusssitzung miteinander in der Diskussion führen konnten und dann gemeinsam das Gesetz beschlossen haben, was einstimmig beschlossen worden ist gestern im Ausschuss, weil die Kollegen und Kolleginnen der Opposition sich enthalten haben und somit auch mittelbar dass diese Anstrengung des Landes dann auch würdigen und mittragen. Denn das will ich an dieser Stelle sagen, die Verlässlichkeit ist hergestellt, die 175 Millionen Euro, die den Kommunen jetzt zur Unterstützung des Inklusionsprozesses zusätzlich gegeben werden, das ist eine weitere Kraftanstrengung des Landes, gerade auf der Folie der Debatte gestern. Und es ist auch noch mal wichtig für die Eltern, für die Kinder, für die Kolleginnen und Kollegen, dass auch bei der Haushaltssperre der Bereich der Personalbesetzung im Schulbereich ausgenommen ist. Gerade für den Inklusionsprozess ein sehr wichtiges Signal. Ja, der Kollege Hertha und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich will auch noch mal auf die Ausführungen von Frau Dr. Schwarz rekurrieren, die in ihrer Stellungnahme zur Anhörung das sehr eindeutig formuliert hat. Und sie ist in der Tat unverdächtig, auch wenn wir in den Ausführungen ihres Gutachtens ja einige Punkte hatten, wo wir kritische Anmerkungen hatten, zum Beispiel, dass sie gar nicht berücksichtigt hat in den Annahmen, dass wir den Kommunen auch Möglichkeiten gegeben haben, sehr sorgsam und schrittweise in den Inklusionsprozess hineinzugehen, Schwerpunktschulen zu bilden, was aus unserer Sicht auch wichtig ist, damit die wertvolle Ressource der Sonderpädagogik auch nicht in homöopathischen Dosen über das Land verteilt wird. Wir wollen die Fachlichkeit, wir wollen die Anbindung der Kollegen und Kolleginnen in den Gremien und in den Kollegien, sodass sie dort auch zu Hause sind und gemeinsam Verantwortung übernehmen können mit den Kolleginnen, die in den allgemeinbildenden Schulen arbeiten. So führt Frau Dr. Schwarz in der Tat aus. Aus unserer Sicht ist dieser Gesetzentwurf ein weiterer wichtiger und konsequenter Schritt für eine qualitätsvolle Umsetzung, einen flächendeckenden, gleichberechtigten Zugang zu qualitativ hochwertiger, inklusiver Schulbildung in Nordrhein-Westfalen. Der Gesetzentwurf eröffnet die Möglichkeit, eine in Deutschland bislang einmalige Entscheidungsgrundlage für weitere politische Prozesse im Zuge der Umsetzung der VN-Behindertenkonvention zu schaffen. Und das ist genau der Punkt, den offensichtlich das dokumentiert, der Antrag der CDU nicht verstanden worden ist. Inklusion ist kein Zustand, Inklusion ist ein Prozess. Und da in diesen Prozess begeben wir uns hinein, das machen wir in der Schrittigkeit. Und deswegen ist in dem Gesetz die entsprechende Evaluationsklausel auch ganz klar definiert. Denn im Augenblick stehen wir auf dem Boden von Annahmen. Von Annahmen, die meinen Gutachten einmal von Frau Dr. Schwarz mitverantwortet, auf der anderen Seite als gemeinsamer Gutachter der Kommunalen Spitzenverbände und der Landesseite Professor Klemm getätigt haben. Und das sind die Grundlagen dafür, dass wir diesen Betrag ausgebracht haben, im Übrigen mit einer Zusatzsumme, die eingerechnet ist in die 175 Millionen Euro, weil wir eben nicht auf dem niedrigeren Betrag angesetzt haben, den Herr Professor Klemm dann dargestellt hat in seinem Gutachten. In der Tat, wir hätten etwas früher fertig sein können, weil dieser Prozess, das ja vor einem Jahr, Herr Cooper, das, ich sage es nochmal, ich habe es schon mal hier im Redebeitrag gesagt, wir hätten schon Weihnachten 2012, da war das Angebot der Landesseite genauso. Lasst uns gemeinsam hinsetzen, einen solchen Prozess miteinander beschreiben, damit wir in einen solchen Arbeitsprozess kommen. Hätte man haben können. Das Wichtige ist aber, es ist gelungen, es gibt die entsprechende Vereinbarung, die im Übrigen schon wirkt, weil an der die Arbeitsgruppe auch schon tagt. Und von daher ist es ein guter Tag heute für die Entwicklung der Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Ich bedanke mich bei allen, die daran mitgewirkt haben, auch in den sehr konstruktiven und effektiven Gesprächen, die wir miteinander geführt haben. Und wir können weitermachen in diesem Prozess. Ich will es noch mal sagen, Inklusion ist kein Zustand, Inklusion ist ein Prozess. Und den begleiten wir verantwortungsvoll von der Landesseite. Vielen Dank, Frau Kollegin Behr. Für die